Kurva! Ich hab einfach nur wieder Scheiße gebacken, verstehst du? Scheiße gebacken, auf dem Backofen. You are fucking guns. Entweder ist einmal ein Kind oder einmal hat ein Kind. Geil, das wäre gleichermaßen schlecht. Kinders, was geht bei euch ab? Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde Matchmaking in CSGO. Bin der Gegner und komm einfach hierher, obwohl ich noch gar nicht bereit war. Das passiert, wenn ich bereit bin. Snitch! Ich habe richtig Bock, hier nochmal eine Runde zu hustlen, bevor ich ins Bettchen gehe, ja? Ich will euch noch was Dickes recorden, damit ihr dann die Tage was Schönes zu sehen habt. Und ja, Gustl wird das nächste Overwatch übernehmen, ja? Da bin ich nämlich dann nicht zu Hause, das macht dann Gustel. Bitch. Hello, Team. Can you speak English? Who's Ruski? Find ich nice. Es klingt ja erstmal nach recht netten Leuten. Wir hoffen einfach mal das Beste für uns, ja, und verwandeln diese ganze Geschichte in einen Sieg, der sich gewaschen. You're gonna die. Okay, please. Nice. You're gonna die, okay, nice. Da war doch noch weiter, oder? Nee. One kitchen. Ja, ich fühl's gerade richtig. Ich bin so ein bisschen on point. Keine Ahnung, woher das jetzt kommt, aber ich fühl's. Ich hab's im Urin, Leute. Manchmal merkt man das einfach, ne? Wenn's läuft, dann läuft's. Der Eimer. Wir haben den Eimer dabei. Ein Nob. Whiskas. Ihn werde ich Whiskas nennen. Und du heißt? Yes, my love. Was laberst du dann in deiner Fantasiesprache? Oh, jetzt ist Connector. Alles klar. Ich habe ihn sogar angefleckt. Oh nein. Sie fangen an, ins Delirium zu rutschen. Sie fügen weitere Wörter ihrer Fantasiesprache hinzu. Die einzig wahre Sprache im Online-Gaming-Bereich ist Englisch. Vielleicht irgendwann halt dann auch Japanisch, Chinesisch, Asiatisch. Aber nicht so, ne, mein Freund, nicht so Russisch und so oder Portugiesisch oder was es ist. Man hört es ja oft nicht raus, ob das jetzt Französisch ist oder Deutsch, klingt ja fast gleich. Ich verstehe gar nicht, warum wir so extrem abgehen. Ich meine, klar, ich bin gut. Aber das ist ja wirklich übertrieben, was hier passiert. Der versucht bestimmt zu fliehen. Komm, komm, komm. Oh, ich will dann auch noch jemanden killen. Hallo? Bis jetzt fühlt sich das Team noch ziemlich gut an, aber ich glaube, das sind so Menschen, wenn es nicht so gut läuft, dann wird es unangenehm. Habe ich da eben ein Kind rausgehört bei Eimer? Entweder ist Eimer ein Kind oder Eimer hat ein Kind. Geil, das wäre gleichermaßen schlecht. Weil wenn man ein Kind neben sich hocken hat. Schieß, Vati! Schieß auf den da links, okay? Ja, geht zur Mutti. Die Mami ist bei ihrem Liebhaber. Ja, ich weiß. Weil du so viel spielst, reibt mir das nicht in die Nase. Gut, naja. Man kann ja auch mal eine Runde abgeben, oder? Finde ich nicht so cool, Leute, wenn ihr da irgendwie labert. So. Das war schön. One white man. Oh, ich habe ihn sogar geholt. Ich dachte, ich hätte nur den Assist. Nice. Hat er gut gemacht! Ja, zeig dein Knife, hast du verdient. Da kriegt man direkt Durchfall, wenn man so gut war. Der ganze Stress und so, wisst ihr? Das muss raus. Ich hab mir Decoy. Ihr wisst, was das heißt? Wenn ich meine Decoy-Taktik nutze, ich habe sie eben verworfen, wissen die Gegner nicht, wo sie sind. Wo wir sind, wo sie selbst sind, wo ihre Mütter sind. Nichts. Und gerade die mehrere Mütter haben. Ein HP! Ich hab noch ein HP, leck mich am Ärmel, komm schon. Tolle Plant. Ach komm! Nice. Gott, ich hab so Schiss gehabt. Er war noch so weit weg. Ich hab die Bombe hier gelegt. Ich hab nur noch ein HP. Da, nimm meine Waffe, komm. Ich bin gut, nimm sie. Hat sich erledigt, mein Sohn. No problem, Eimer. Für so Leute wie ein Eimer habe ich immer Waffen am Start, ne? Klar. Und da ist auch schon der Header nicht drin. Sehr schade. Der Große hat mich jetzt angefragt. Er hat mir 15 Damage gegeben. So, du Kackwurst, Alter, verbrenn dein verschissenen Loch. Die Leute mit ihren geilen Teamflashs, die haben sie echt drauf. Die haben sie wahrscheinlich noch trainiert vorhin, die Teamflashs. Ja, nice. Oh, es läuft. Es geht voran, Leute. Ich bin so ein bisschen stolz auf mich, dass ich gerade so gut bin und diese... Oh, ich wollte diese Blume zerfisten. Tja, sie hat Krebs. Was? Zombie-Krebs, ja! Dann mach ich easy die. Oh, hat er mich erschrocken, Alter, der Tod ist am Anfang. Oh. Nein! Ich bin so dumm. Allein schon da rein zu flashen, in Zeitlupe rückwärts reinzugehen, wie so ein Querschnittsgelähmter. Ach, diese Graffitis habe ich noch gar nicht getestet. Muss ich mal testen, ne? Du
Scheiße! Er hat doch gesagt, zwei sind Stairs. Ich dachte, die Mates stehen hinter mir und klatschen alles, was sich von Stairs bzw. Connector zu mir bewegt, weg. Aber nein! Oh Gott, hör auf! Lass den Killer einfach gefickt werden. So richtig hart. Dreckig, weißt du? So richtig dirty von hinten. Hat er gut gemacht? Er hat einen outgeplayed, ganz klar. Ich habe gerade voll gespuckt, hab das gesehen. Spult nochmal zurück, vielleicht seht ihr das ja auf halber Geschwindigkeit. Man kann ja bei YouTube irgendwie die Geschwindigkeiten einstellen. Nice, dude! Haben wir schon jetzt so ein bisschen geregelt hier, die ganze Geschichte. Was haben wir denn hier? Oh, schade. Alter, die sieht ja auch geil aus, die AK. Was ist das für ein Skin? Ich hätte nie gedacht, dass ich echt mal so mit diesen Skins und sowas rumpimmel. Aber man kann die Messer halt so geil rumschmeißen. Das ist echt eine edle Geschichte, dass auch die Animation anders ist. Deswegen ist das halt schon eine super, super Sache. Guck mal, die AK. Hör das da. Ich hab's gewusst, dass er rusht. Klar, wenn er flasht. Und dann gibt er mir scheinbar noch einen Header, ne? Einen Header. Eimer, was hast du gemacht? Nein, warum geht er hin? Oh Gott, das ist doch wahnsinnig. Und da habe ich schon die Communication mit diesem Knopf geblockt. Der nervt gerade das ganze Team. Jetzt fängt er auch noch an. Laber jetzt mal nicht. Man mutet den Störenfried und dann meint jemand, er muss mit dem Störenfried sprechen. Wird dadurch selbst zum störenden Fried. Und! Fuck, Mann! Wir kriegen ja doch eigentlich locker das 12-3 hin. Ohne Problem. Da sollten wir hier eigentlich mal ganz easy peasy hinhasseln. Das 12-3. Jetzt hier lang, hau mir die Eier auf, super. Verliere 5 Life, was ja eigentlich schon viel ist, wenn man es aufrundet. Ha! Hast du nicht gedacht, Dave? Ja, ja, ja. Mal krasse Reflections, ne? Die sind halt schon echt reflexartig schnell. Da steht einer, ich hab'n locker genutzt, Mann. Gar kein Problem, für den habe ich da. Wo? Was? Short? Nice. Oh, jawohl, ich habe sogar noch den Assist bekommen. Wegen meinem Extrafeuer habe ich noch einen Assi bekommen. Ein A6. Ein A6, na? Leute, warum liegt hier eine Orb? Was macht ihr? Da liegt eine Orb. Und Orb. Jetzt habe ich immer noch nicht gesprayt, Mann. Ich vergesse das die ganze Zeit. Obwohl ich manchmal so krass am Rocken bin, vergesse ich zu sprayen. Ist aber auch schon echt krass, oder? Wie sie alles Alte wieder ausgraben und für Geld und Geld dafür verlangen. Früher Spray-Logos, man konnte sich die einfach selbst reinmachen, was man wollte. Kostenlos natürlich. Und jetzt muss man Geld zahlen. Das ist schon echt krass. Planting. Nice. Ah, Spray-Logo, Spray-Logo. Hä? Muss man das länger gedrückt halten, oder was? Mit Maus 1, man muss es bestätigen. Klar, dass man nicht aus Versehen draufkommt. Ich meine, das kostet ja Geld. Aber ja. Fuck, Mann! Kurva! 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 Ich kann das gar nicht. Kurva! Christian! Bombi, pflanzt doch. Ach so, du musst zuerst holen. Ich verstehe schon. Gut, gut. Ich will nichts gesagt haben. Dann macht halt aber aus, wenn es euch gut tut. Ich bin am Gewinne. Gut. Ich verstehe schon. Den kann man einfach nicht laut lassen, den Hund. Ich sehe es kommen, dass wir bei Seed jetzt richtig fett noch Runden reingedrückt bekommen. Weil wir nämlich einen Hurenbock am Start haben. Komm! Ach, danke, Eiknopf. Knopf, danke. Bist zwar eine Labertasche, aber riechst nur halb so sehr nach Scheiße, deswegen. Eimer, Whiskers, Snoop, yes, my love. We can do this, okay? Come on, dudes. Come on. Scheiße, Mann. Das ist nicht gut. Was hier gerade passiert. Die Runde geben wir auch ab. Ich frage mich, ob sich Deutsch auch so unbeholfen anhört, sage ich jetzt einfach mal, um es möglichst freundlich auszudrücken. Wisst ihr, wenn ich Englisch höre, wenn ich Französisch höre, wenn ich Italienisch höre, es hört sich alles einfach, es hört sich nach was an, ne? Auf keinen Fall irgendwie, dass man denkt, was? Und dann gibt es so Sprachen, die total merkwürdig sind, mit so Lauten. Zisch und Spuck und umf, bum bum. Und es klingt einfach immer so ein bisschen lustig dann, oder? Es klingt so leicht lustig. Ich meine, klar, viele Sprachen haben ja dann den ähnlichen Hintergrund, deswegen klingen die auch dann so angenehm. Deswegen klingen die halt nicht so merkwürdig. Wir hätten schlicht und einfach nicht die erste Runde abgeben dürfen. Das war unser Todesurteil für die kommenden 2-3 Runden. Jetzt können wir endlich kaufen. Gott, was ist mit den Mates los? Die können gar nicht kaufen. Ach Leute, kann nicht sein, dass wir jetzt hier rumjuckeln die ganze Zeit und nichts am Start haben. Durch eine nicht abgesprochene Absprache, durch eine stumme Absprache bin ich übrigens Mitte, was ich sehr kotig finde. Scheiße, Mann. Was machen wir jetzt? Wild rumrennen, wie so ein Sittenstrolch. Kein guter Plan, wie ich finde. Hitshot.
Scheiße, warum hab ich ihn gefaced? Das hätte ich nicht machen dürfen. Das war der Fehler. Klar, dass es jetzt nicht klappt, Mann. Ich sag ihm doch, er ist auf kurz. Er sieht niemanden auf kurz. Der ist kurz durchgelaufen. Also defused man durch. Das ist jedes Mal so. Man sagt defuse. Er macht's nicht. Und danach macht das dann doch und verkackt. Ah! Was macht er? Pimmeln. Super. Ich gebe echt mein Bestes, dass wir hier noch einen Sieg rausholen. Und was machen die Mates? Sich im Kreis drehen, Alter. Da könnte ich mich wieder vollkotzen. Ach komm, du räudiges Stück! Nach so einem furiosen Start verfallen wir in die Scheiße. Drecksack, ey. Geh doch halt hoch. Kein Defuse. Ich habe keinen Defuse gehabt, ne? Ja. Wäre eh schwierig geworden. Ey, wir haben jetzt schon die ganze Zeit keine einzige Runde mehr geholt. Ne? Das ist doch unglaublich, dass wir so abkacken. Nice. Wir müssen es doch irgendwie gepacken bekommen, die Scheiße hier, oder? Das darf doch gar nicht wahr sein. Dass wir so den Penis aufgerissen bekommen. Oh, okay, das hört sich echt eklig an. Dann lieber doch den Arsch aufgerissen bekommen. Es ist zwar so ein bisschen auch gay behaftet, aber dann dennoch nicht so schlimm wie das andere, ne? Also so vom Gefühl her, ne? Fuck! Was macht denn Purple jetzt? Wie sollen wir denn so gewinnen? It's A. Und Purple, ich gehe mal kurz Richtung T-Spawn. 3 more rounds. And then we got this. Okay, so please. Stay calm and play good. Tür mit. Ich weiß nicht, warum ich mich gezeigt habe, Mann. Ich hasse sowas. Oh Gott! Are you married? You're a fucking cancer. You are a fucking cancer. Neimer! Nice! Aber trotzdem, Leute, wir brauchen noch 2 Runden. Ob wir das noch geschafft bekommen? Ich weiß ja nicht, du. Bitte, bitte, Leute, kommt doch mal jetzt wieder runter, meine Herren. Alles ist voll am Ausrasten. Warte, Gio mio madre. Komm da hin, oben hin, dann ruft einer Jungle, Jungle. Und ich denke mir nur, steht jetzt vor mir einer. Ich habe nur die Füße, glaube ich. Ich habe nur die Füße gesehen. Und da steht einer und ich denke mir, muss ich jetzt den da unten killen oder den da oben? Wer sieht mich jetzt überhaupt? Was ist jetzt los? Alter, überhaupt nichts mehr verstanden in der Sekunde, ey. Nix. Ich habe einfach nur wieder Scheiße gebacken, verstehst du? Scheiße gebacken. Auf den Backofen. Ich verstehe dich, ich kann dir ganz nachempfinden. Bei dir nicht, Knopf. Dich verstehe ich irgendwie nicht. Aber yes, mein Lauf, dich verstehe ich. Oh, dieser Herzenskummer, dieser Schmerz, diese alles zerreißende Tension. Ja, ich gehe halt schon Mitte, ist das schon gut. Ich gehe Mitte mit Glock, ich meine mit USP, ist okay. Short attention, Purple. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Wir brauchen einfach nur noch 2 Runden. Wenigstens noch eine für Draw. Ich geh jetzt auf A, ey. A ist schon durch auf A. Das verspricht natürlich spannend zu werden jetzt. Fast mit Charlie abgemacht. Oh, ist das denn die Möglichkeit, oder? In der Sekunde, in der ich um die Ecke pirsche, so ganz genüsslich so gucke und schleiche, kommt er mit der AWP um die Ecke, gestraft oder wie man das nennt, und natzt mich. Auf, yes, my love. Hol doch die M4, die da liegt, du Affenzippel. Ja, da habe ich nochmal hier schönen Assist mitgenommen. Jetzt chill, der weiß, wo du bist. Wie hat er das denn gemacht? Ich habe den nicht gesehen, ich habe nicht gehört, ich habe nicht gefühlt, ich habe gar nichts mit dem irgendwie. Ich bin nicht verwandt, weder verschwägert. Nice, dude, nice. Können wir uns etwa aus der festen Umklammerung, aus dem Klammergriff der Terroristen befreien und die Stadt so und so aufrechterhalten? Recht in Ordnung. Dies und mehr erfahren Sie in der nächsten Folge von Pimmelmann und seine Mutter. Wo ist der Mädchen? Der ist schon tot. Och nee, Eimer. Scheiße, ich hasse es hier zu stehen. Ich hasse es einfach hier zu stehen. Nein. Wo sind die? Ich glaube nicht. Scheiße! Unentschieden! Egal! Immerhin noch ein Unentschieden, Leute. Da hat einfach ein Graffiti gewonnen, der Bock. Aha. So, so. Man gewinnt ja so einfach. Alles klar. Ich kann nur eins sagen, Leute. Daumen nach oben, weil ich der Dritte bin.